Willkommen, liebe Clasher, bei mir, dem Thorsten Ratutu, beim Clan True Warriors. Ja, ist euch eigentlich schon mal aufgefallen, dass der Bauarbeiter hier in der Heimatbasis viel, viel erfahrener ist als der in der dunklen Basis, also im Nachtdorf? Denn er hier hämmert schön brav hier die goldene Kette um den Adler herum und muss dabei nicht einmal irgendwas anderes machen, sondern er guckt immer Hämmer, Hämmer, Hämmer und dann macht er weiter. Der Kollege im Nachtdorf, wir gehen mal eben rüber. Der hat da noch so seine Probleme, denn, wo ist er? Da ist er. Der muss ab und zu doch nochmal in seine Bauanleitung reingucken, weil der weiß es, glaube ich, noch nicht ganz genau, was er machen muss. Denn ab und zu rollt er das Ding ja mal aus, da, und dann guckt er nochmal einmal, zweimal, wo muss ich noch hämmern? Also da und da, okay. Also das nochmal, ist mir mal am Rande aufgefallen, ist mir schon vor ein paar Monaten aufgefallen. Aber kurzer Zwischenstand hier, ihr seht's, mir wird nur noch angeboten Bilderhall und die kleine Gemmine, der Rest ist hier durch. Meine Truppen sind natürlich längst noch nicht durch, aber es sieht ganz durchwachsen aus hier im Nachtdorf. Aber die Action will ich euch gar nicht gönnen, denn ich will natürlich heute euch die restlichen Clankriegsangriffe zeigen von RH10 und RH11 und wir gucken einfach mal in unser Log rein. Oh, gar nicht mal so schlimm. Gar nicht mal zweimal verloren, nachdem wir einmal gewonnen haben, sondern wir haben direkt nach unserem Verlust, also nach unserem Lose, gleich wieder einen draufgesetzt. Also wir haben hier gewonnen, 66-61. Haben wir, denke ich, mal gut gemacht. Und der Lot ist natürlich im Moment in diesem Vierfach-Event episch. Kann man nicht anders sagen. Ihr seht das hier auch, richtig viele Clan-Punkte eingeheimst hier. Und wir haben ja gestern aufgehört, glaube ich, bei der Nummer 13. Das war, nein, nicht bei 13, entschuldigt bitte. Wir haben, glaube ich, hier bei der 14, 13, 18, bei der 16 aufgehört. Wir haben bei der 16 aufgehört. Ich habe mir noch ein paar Angriffe rausgepickt. Und wir werden natürlich heute auch die Umfrage auflösen. Ich werde das Ganze einmal einblenden und kurz mal ein Statement von mir geben. Also wir checken hier jetzt erstmal die Base hier, die der Iceman gemacht hat hier gegen den Single Inferno mit den Golems. Ja, das kann man machen, denn der braucht ja doch relativ lange zum Aufladen. Verfolgt jetzt erstmal einen Golem und dann hat er hier Mess Hexen und Mess Bowler gegen die, ja, nicht ganz so starke RH10 Base, so muss man es ja sagen. Hier das Einzige, was ja RH10 hier ist, ist das Rathaus und die beiden Infernos. Der Rest ist ja eher so ein bisschen 8, ein bisschen 9. Also ich hätte fast eher gesagt, es ist vermehrt noch eine 8er Base. Und da ist der Iceman hier mal ebenso rüber gerutscht, so will ich das mal benennen. Also ich habe hier auch noch nicht alle Angriffe gesehen. Ich habe mir jetzt ein paar rausgepickt. Denn um alle hier zu zeigen, das schaffe ich letztendlich nur irgendwo im Stream oder in einer Zusammenfassung, wenn wir kleinere Clankriege spielen. Im Moment sieht es eigentlich ganz gut aus. Wir spielen hier schöne, stabile 20er oder auch 25er CKs. Also es geht, eigentlich sieht es gut aus. Ich glaube, Hocke ist jetzt auch als Anführer hier jetzt nicht so unzufrieden mit uns. Und auch heute, wir haben wieder einen super Member fest dazu gewonnen, komme ich aber gleich mal zu, denn er hat hier auch einen Angriff zu zeigen und auch sein Statement war sehr, sehr cool, muss ich mal so sagen. Also das spricht so ein bisschen für uns und auch für unsere Laune hier, so muss man es ja auch sagen. Wir lassen uns ja hier nicht, wir lassen die Köpfe hier nicht hängen, nur weil wir von 10 CKs nur zwei Stück gewinnen. Jetzt muss ich mal eben in meine Liste gucken, da steht der Tom drin. Da steht der Tom drin, 10 gegen 10. Und auch hier, die Kollegen hatten sehr, sehr häufig ihre Infernos auf Single. Das kann man machen, muss man aber nicht. Ich weiß nicht, das hilft, gar keine Frage. Gerade wenn mit Luft angegriffen wird, so ein Lava-Hund ist natürlich dann ganz, ganz schnell am Platzen an der Stelle. Aber gegen Messtruppen, so wie der Tom hier jetzt reinkommt und dann mit den Hawk Ridern vor allen Dingen, da sind die Single Inferno natürlich gar nicht mal so stark. Hier giftet jetzt sicherlich die Clan-Truppen, na, giftet er sie durch? Ja, ich glaube, ja. Sind zwei Gift sind da gefallen, hat er gut gemacht. Hier der erste Inferno ist jetzt vor allen Dingen schon mal weg. Das ist natürlich super. Und jetzt hat er hier immer noch die Massentruppen drin, die immer wieder den Inferno ablenken und kommt hier jetzt schön mit den Hawks rein. Habe ich irgendwie nie so richtig hingekriegt, hier so ein Hawk Rider Angriff. Aber ich muss sagen, ich glaube, ich habe auch nie gegen das Single Inferno Base kämpfen müssen, sondern immer nur gegen Multis. Na, und da ist das schon ein bisschen grenzwertiger. Aber ihr seht, dass hier die Hawks auch hier in der Mitte machen natürlich den Inferno hier seinem gar aus und mit den 7er Heil hier,
Hier ist zwar eine Doppelbombe, aber das ist alles in Ordnung. Ich glaube, da ist nicht ein einziger Hogrider drin gestorben. Und jetzt gehen die hier noch so ein bisschen durch die 9er Dev durch. Mehr ist es nämlich am Ende nicht. Und das machen die natürlich ganz, ganz easy. Oh, da nochmal. Oh, drei Bomben waren da. Da lagen gleich drei Bomben. Und ausgelöst, da könnt ihr mal sehen, die Hogrider hier ist eine starke Truppe. Selbst drei Bomben hier haben die Jungs jetzt nicht aufhalten können. Sie sind natürlich nicht frontal reingeritten, sondern nur so am Rand. Aber dennoch, glaube ich, ist das hier ein cooler Angriff gewesen. RH10 auf RH10. Und ich bin euch das ja schuldig geblieben hier. Beziehungsweise in dem Video von gestern haben wir RH8, RH9 gesehen. Heute sehen wir RH10, RH11. Ich glaube, das ist nur fair. Und denn auch die wollen natürlich gerne bei uns nicht benannt werden. Aber es waren schöne Kämpfe dabei. Unglückliche Kämpfe. Ich kann euch sagen, wir haben auf eine Base zweimal 99% hingelegt. Das war sowas von unglücklich. Ich meine, wenn das die Base war, jetzt nicht so wirklich stark. Und ich muss jetzt mal gerade schauen, wo ich weitermache. Ich mache hier beim Mustango weiter. Der Mustango ist natürlich ein RH11 jetzt auf RH10, aber die RH10 Base hier, ja, ist schon ein bisschen knackiger mit netten Helden in der Mitte. Also die sind jetzt nicht so schwach hier für einen 10er. Das ist eigentlich in Ordnung und das ist auch der Hammer. Zweimal Wut. Ich weiß nicht, ob das beabsichtigt war, dass er sich da gleich zweimal Wut hinlegt, aber er schickt hier jetzt gegen den Multi erstmal zwei Golems rein. Ja, und die ziehen jetzt schon mal den Multi auf sich, also zumindest zwei Strähle. Und ich habe das jetzt schon öfter gesehen bei Mustango mit zwei Golems hier. Dann die Hexen und die Bowler da hinterher zu setzen. Das ist, er hat das mal geübt, hat auch gesagt, ja, manchmal geht das ganz gut, wenn dort zwei Golems schon mal richtig das Feuer auf sich ziehen. Und das machen die richtig gut, keine Frage. Im Moment geht natürlich noch nicht so wirklich viel in der Mitte, ist aber nicht so schlimm. Guckt euch die Masse der Truppen an hier. Das ist natürlich auch ein Maxed RH11. Der Mustango aber, es kann auch schon mal richtig nach hinten losgehen, denn im letzten CK, da ist er mir sicherlich nicht sauer, da hat auch unser Mustango mal einen 25% Angriff hingelegt, so nach dem Motto, boah, der war ja mal richtig scheiße. Aber dafür hat das hier schön wettgemacht hier und das waren jetzt schon die zweiten Angriffe natürlich von unseren Elfern. Oben haben wir gut gekämpft, keine Frage, mit stabilen RH11 Angriffen auf RH11. Und mit auch vor allen Dingen hohen Prozenten noch dazu. Das kam noch dazu. Der Gegner hat gar nicht mal so schlecht angegriffen. Also auch bei uns oben gab es schon mal einen Dreier, der da kassiert wurde. Aber hier im RH10-Bereich und RH11-Bereich, da brannte echt wenig an. Und am Ende lag es wirklich an den Elfern, die hier noch so die letzten Sterne rausgekitzelt haben. Haben sie auch gemacht. Haben super gemacht, keine Frage. Und aber in dem Video, was wir gestern gesehen haben, unsere 9er waren diesmal stark. Ich hatte aber auch gesagt, die Basis war nicht gut und auch die Angriffe der RH9er vom Gegner waren suboptimal. Da mussten dann teilweise schon 10er ran. Auch der Account von Alex, glaube ich, hat ein oder zweimal sogar gehalten. Und bis dann halt ein 10er dann darüber rutscht, ist dann halt so. Aber dennoch haben wir oder haben unsere 9er einige Angriffe auf sich gezogen. Und das ist ja auch immer Ziel, möglichst viele Angriffe auf sich zu ziehen, möglichst viele 2 Sterne nur zu kassieren oder halt einen oder keinen. Damit immer etwas stärkere, sage ich jetzt mal, an diese Base müssen und am Ende müssen es dann 10er bei 9er reißen und dann hast du eigentlich so ein bisschen dein Ziel auch erfüllt, aber hat er hier wirklich gut gemacht, der Mustango. Und jetzt muss ich mich mal gerade ein bisschen orientieren hier, Hocke, King Arthur, wir gehen hier ein kleines Stück nach oben, das ist der ES, aber den wollte ich gar nicht zeigen, ich wollte euch den Antius zeigen, er ist auch schon seit geraumer Zeit bei uns. Und er ist ein Maxed Out RH11 an der Stelle hier, aber die Base hier ist auch, so wie ich sie beurteilen kann, als RH11 Laie ist Maxed Out hier oben. Und also unsere Nummer 1 auf die Nummer 6. Ja, bei unseren ersten Bases muss ich sagen, da scheiden sich die Geister, ich weiß nicht, weil viele Bases sind ja gleich. Aber das heißt nicht Bases, sondern von der Kampfkraft. Das heißt also, die Elfer sehen alle gleich aus, alle Maxed Out, alle Maxed Out Truppen. Und trotzdem gibt es dann Unterschiede, wer ist eigentlich mal Erster, wer ist Zweiter. Das ist auch ganz, ganz witzig, denn wenn wir mal suchen, dann ist zum Beispiel, ich gebe mal ein Beispiel, der Antius oben und Mustango ist Zweiter. Und der King Arthur ist auch Max bei uns und noch zwei, drei andere, die sind dann Dritter, Vierter, Fünfter. Und wenn du dann die Suche abbrichst und neu startest, plötzlich ist der Mustango an 1 und der Antius hier nur noch an 3.
Ja, also das ist auch ganz, ganz komisch. Da weiß ich auch nicht, wie Supercell das mit dem Matchmaking macht. Ob es da so eine Art Round-Robin-Verfahren gibt, sodass man sagt, Mensch, in der ersten Suche war der Antivirus auf 1, dafür rutscht er jetzt in der zweiten Suche auf 3. Ja, also da weiß ich nicht, wie das zusammengerechnet wird, denn streng genommen müsste er ja immer 1 sein, obwohl er absolut identisch ist mit unserem Maste, mit dem King Arthur, mit Norman, mit Joker. Alle maxed out, alle gleiche Truppen, alle gleiche Bases, also auch die 100 Mauern haben die alle schon lange. Aber schön gemacht hier, jetzt geht die Truppe richtig krass in die Base rein und wurden richtig schön spät gezündet, richtig spät gezündet. Das haben die Kollegen, die natürlich schon länger RA11 spielen, viel, viel besser raus, vor allen Dingen als ich, der immer noch nicht seinen Warden spielen kann. Ein bisschen ärgert es mich auch, denn ihr habt das ja am Anfang gesehen, der Bonus ist ja göttlich hier. Und mit meinen RH9ern muss ich sogar meine Clanburgen leer machen, damit dieser Monster-Bonus überhaupt, zumindest was das Dunkle angeht, Gold und Elex brauchen die auch nicht mehr, mit einmal in den Pott reingeht, denn das ist echt schon krass, muss man sagen. Und da werde ich demnächst auch wieder ein bisschen Heldenleveln. Und so sind das hier, glaube ich, auch noch richtig hohe Prozent geworden. Der Warden macht jetzt natürlich nicht mehr ganz so viel Schaden, aber hey, ist ganz witzig, dieser Pick-Schaden, dieses Pick-Pick ist schon nett, muss man sagen. Und er hat ja jetzt noch richtig was am Start hier. Einige Angriffe, wie gesagt, sehe ich auch zum ersten Mal und dokumentiere sie vor allen Dingen auch zum ersten Mal. Aber man kann zu dieser Base sagen, ich glaube, ihr kennt die. Das ist eine typische Legenden-Base, glaube ich. Und ist aber gut durchgegangen hier und ist auch im RH11-Bereich bisher absolut stabil. Also wirklich top. Und 90%, ich meine, das ist schon relativ deutlich. Also schön gemacht hier. Und ich hatte es ja eben angesprochen. Wir bleiben kurz einmal hier. Ich blende euch jetzt mal ein. Die Umfrage, wann startet der Community Clan? Und der Community Clan, ja, ich weiß nicht, wie man jetzt auf 98% hier kommt. Denn 2019 und 59 sind bei mir nicht 100%. Keine Ahnung, was diese Umfrage hier bei YouTube macht. Also 2% haben sich enthalten. Das ist natürlich totaler Schwachsinn. Aber ihr habt so ein bisschen entschieden, dass wir es unter Umständen noch vor dem 21.12. machen. Also ja, viele haben auch geschrieben, Mensch, kommt ja noch ein Weihnachtsupdate und habt ja auch alle recht. Aber ich glaube, das Ergebnis ist relativ eindeutig. Ich lasse mir da in jedem Fall was einfallen. Übernächstes Wochenende, danach das Wochenende, irgendwas wird es da geben. Und ich denke da auch vermehrt an die, die vielleicht noch zur Schule müssen, natürlich arbeiten müssen. Ich gucke mal, ich lasse mir das einfallen. Aber es wird in jedem Fall vor Weihnachten sein. Punkt. So, okay, dann haben wir den Haken auch schon mal dran und kommen jetzt hier in die oberen Ränge. Ich muss mal gerade gucken, wen ich mir hier eigentlich ausgeguckt habe. Es ist hier der, ah nee, der DJ Rudelix, den wollte ich auf eine ganz andere Base packen, nämlich auf die 14. Ich muss noch mal kurz runtergehen, denn das war unsere Unglücksbase hier. Echt nicht stark. Echt nicht stark. Selbst wie heißt es, unser wiederkehrender Lukas, also Lukas, ich weiß nicht, ob man ihn noch kennt, Rathaus 10 bei uns, war immer eigentlich ein stabiler Angreifer, aber hatte auch irre viel zu tun. Also er ist irgendwo in der Landwirtschaft tätig mit einem eigenen großen Betrieb und der hat irre viel zu tun, gar keine Frage. Und fand jetzt plötzlich wieder zu uns, hat auch gleich gesagt, hey, ich mach mal mit und hat die Base hier im ersten Gang mit 99% zerlegt. Ihr habt das jetzt gerade am Anfang nicht gesehen. Hier hinter der Statue stand nämlich ein Troll-Tesla und hier hinten in der Ecke an der Statue steht auch einer. Ja, und beide Angreifer, ich glaube, der Lukas hat's halt nicht gewusst, weil er der erste Angreifer war. Dann weiß es natürlich nicht. Alle anderen oder derjenige, der danach kam, es war der Fifö, hat hier mit meiner diese Base zerlegt und da waren es nur Sekunden. Ich glaube, es war 1 oder 2 Sekunden haben nur gefehlt, denn er hatte noch richtig viele Miner, die vor allen Dingen sich auch geteilt haben. Das heißt also, beide Miner-Fluten, das waren so um die 6 bis 8 Miner noch pro Tesla, die hier in der Ecke standen, sind auf die Teslas los und dann hast du nur die Zeit gesehen. 5, 4, 3, 2, 1, 0, 99%. Boah, so ärgerlich. Also, das ist echt nervig, dass du hier jetzt als Elva, ich meine, der Rudelix ist hier bei uns auch ein Maxed-Out RA11er, dass du dann natürlich an so eine Base musst, aber die Sterne hier unten waren dann nochmal enorm wichtig, sodass es am Ende halt 66 Sterne auf unserer Seite standen. Und das finde ich auch gut hier, denn einige hatten ein bisschen höher eingeplant, aber
Einige haben auch gleich gesehen, Mensch, wenn wir jetzt noch hier ein paar Zehner machen, dann ist das unser Ding. Und so war es auch. War es auch absolut. Also cool gemacht hier und schön mit den Walküren hier. Die Mitte entkernt, hier oben ist es jetzt nicht mehr ganz Max RH10. Ich meine die Base, man darf sie nicht an den Mauern urteilen, ist eh nicht Maxed Out R11, RH10. Und von daher ist das hier, glaube ich, ein cooler Angriff gewesen von ihm. Und zumindest hat er beide Troll-Teslas erwischt. Also es war echt ärgerlich, dass du hier zwei Angriffe mit 99% hast, aber was sage ich, ihr kennt das bestimmt. Und die Base hier hatte ich ja auch mal, die ist grundsätzlich irgendwann mal gedreiert worden. Also wirklich gut ist sie nicht. So, jetzt muss ich hier oben wieder hinspulen. Jetzt spreche ich mal den an, den ich eigentlich meinte. Das ist ja hier unser Neuzugang. Was heißt Neuzugang? Er ist jetzt schon ein bisschen länger hier. Hat gesagt, du, ich bin auf, oder hallo Travers, ich bin auf Besuchstour und würde mich freuen, wenn ich mal ein bisschen CK hier mit euch mitspielen kann. Keine Frage. Maxed Out R11 ist hier gern gesehen und das ist auch der Grund, warum wir im Moment echt so viele Elver sind hier, die hier in den CKs teilweise starten. Und hat dann heute gesagt, Mensch, Two Warriors, ich habe doch nicht mehr so Lust in meinen alten Stammclan, kann ich bei euch bleiben. Es gefällt mir gut, die Stimmung ist gut, das fand ich sehr, sehr gut, die Aussage. Die Stimmung ist nach wie vor gut, auch wenn wir nach wie vor richtig auf den Arsch kriegen, also auch der nächste CK, kann ich euch sagen, ist vom Matchmaking her so gut, dass sogar Hocke heute nach Supercell eine Beschwerde geschrieben hat. Und das soll schon was heißen. Na, Hocke hatte geschrieben, kann ich den Support auch in Deutsch anschreiben? Ja, das könnt ihr machen. Ich habe auch schon etliche Support-Mails losgetreten. Und wer also den Supercell-Support in Deutsch kontaktiert, der bekommt auch richtig lupenreine deutsche Unterstützung da. Also das geht auch relativ schnell. Die Community-Manager dort mit dem Team dahinter, die arbeiten schon sehr exzessiv. Beschwerden ab, Mails ab, Fragen ab. Ich habe ja auch mal gefragt. Auch ich habe bei Supercell mal angefragt, nämlich ob ich Videos drehen darf über dieses Spiel hier. Also bevor ich überhaupt, da habe ich aber schon ein paar Folgen gehabt, habe dann aber trotzdem mal gesehen, ja, vielleicht fragst du den Hersteller doch mal. Und ich habe dann damals auch dahin geschrieben, habe geschrieben, hallo Supercell, ich würde gerne Let's Play Videos machen von diesem Spiel hier. Spricht da irgendwas dagegen? Und habe auch gleich geschrieben, ich mache Folgendes nicht. Ich verticke keine Gems, ich cheate nicht. Bei mir werden nur tolle Sachen gezeigt, hoffe ich zumindest. Und hier geht es also nicht dreckig zu oder was auch immer. Und ich habe, glaube ich, binnen eines Tages auch sofort eine Antwort gekriegt. Hi Thorsten, natürlich kannst du das machen, aber bitte im anständigen Maße und genau wie ich es auch erwartet habe. Also man möchte natürlich nicht, dass ich hier für irgendwelche Gemboxen Werbung mache, während meiner Videos davor, danach, was auch immer, dass ich hier gegen keine Copyright-Verletzungen verstoße. Und ich glaube, dass das gelingt mir auch mittlerweile, oder es gelingt mir überhaupt ganz gut, denn ich habe mich natürlich auch, bevor ich richtig in dieses Geschäft hier so ein bisschen tiefer einstieg, auch hier und da mal schlau gelesen, kenne die Bedingungen hier und ich glaube, ich hoffe, das passt Supercell, alles was ich hier zeige, denn na klar, es ist natürlich Werbung für das Spiel, aber ich denke mal, die Werbung lohnt sich auch und macht ja nach wie vor Laune hier. Schönes Strategie-Aufbauspiel hier im mobilen Bereich, so muss man es ja nennen, und das ist schon richtig krass. Also ich finde nach wie vor ist diesem Spiel hier kein anderes Spiel gewachsen. Ist einfach so, auch was die Update-Strategie von Supercell angeht, immer wieder die Neuerungen, die Events. Es ist einfach, ich meine, das machen andere Hersteller auch, gar keine Frage. Nicht jedem gefällt Clash of Clans, aber ich glaube, von der Idee her ist Supercell immer noch ein bisschen weiter. Sie arbeiten hier Sachen ein, die aus der Community kommen, und wir kommen zum letzten Angriff hier von Norman, die 7 auf die 1 hier. Also auch der Norman hat in den letzten CKs hier ein bisschen geschwächelt, ist aber nicht so schlimm, und wir wissen, dass er da ist, dass er zur Stelle ist und im richtigen Moment vor allen Dingen zuschlägt. Der Angriff hier war vor allen Dingen relativ früh, also RH11 auf RH11, recht nah am Anfang gemacht und mit Bolan, Hexen und Valkyren. Ich meine, ja, er ändert seine Armee auch nicht wirklich. Das haben wir auch schon mal mokiert, dass man ab und zu mal seine Armee vielleicht umstellen muss. Das haben wir auch den einen oder anderen Neuner mal gesagt. So nach dem Motto, Mensch, Hexenbola, das ist zwar nett, oder überhaupt Hexen mit Heiler, aber das ist nicht immer der Drei-Sterne-Bringer. Und ich habe manchmal das Gefühl, vor allen Dingen im RH9-Bereich ist das sehr eingefahren.
dass man gar nicht mehr guckt, wie sehen die Bases aus, sondern man hat einfach seine Armee, 10 Hexen, 4 Heiler und nach mir die Sintflut und dann versucht man die Base und dann ärgert man sich, oder nur 2 Sterne. Und wenn man sich die Base dann mal genauer anschaut, eine halbe Minute, dann wird man feststellen, oh, der hat ja Luftabwehren ganz, ganz schwach und der hat ja die Feger stehen ja total kacke. Ja, und schon stellt man fest, hätte ich mal eine andere Armee genommen. Also immer wieder lasst euch ruhig Zeit hier. Ich meine, bei uns im RH9-Bereich greifen wir recht früh an, sodass unsere Zehner wissen, wo sie bei uns im 9er-Bereich was ausbügeln müssen oder gar nicht ran müssen. Das fand ich auch sehr witzig. Ihr seht das hier gerade. Die Walküren hier halten bei jedem Ding an, was hier zerstört wird. Also die haben jetzt mal gerade so einen kleinen, ja, so ein, was macht man jetzt? Ah, es geht weiter. Und jetzt? Oh, es geht weiter. Also die haben jetzt mal gerade so dreimal, so kurz mal gestockt alle, die ganze Masse hier, aber schön entkernt hier die Mitte. Jetzt hat er hier noch richtig schön außen was. Ja, jetzt müssen die natürlich durch die Mauer, da kommen noch ein paar Fallen. Also es wird dann zum Ende hin natürlich immer schwieriger. Hier oben geht natürlich nichts mehr, aber hier geht noch ein bisschen was durch die Mauer durch. Mit den Bolern, mit den Worten und auch mit der Queen. Und ich glaube, der Normie hat hier auch einen guten 2-Ständer hingelegt. Also hier oben im 11er-Bereich brannte nichts an. Ich hoffe, die Folge hier auch mit den RH10, RH11ern Angriff, waren jetzt mal 2 Folgen am Stück, auch mal harter CK hier, haben euch gefallen. Wenn das der Fall ist, dann lasst mir am Ende einfach den dicken von euren Händen nach oben da, also 66, 61, mal schauen, wie es hier weitergeht. Und ich freue mich auf jeden Fall auf die Umfrage. Ich werde das umsetzen. Wie ich das gestalte, das werdet ihr in den nächsten Tagen sicherlich mitkriegen. Also ich plane da ganz, ganz hart. Ich plane auch mit meiner Base. Und ich würde sagen, bis dahin, euer Toto. Flasht.